Hallo und herzlich willkommen zurück zu Catch the Monkey. So, ich bin jetzt einfach bloß die Etage hochgegangen, also habt ihr nichts verpasst. Und ihr seht da dieses rote Zeichen. Das wird doch wohl nicht der Wukong sein. Beim letzten Mal habt ihr auch gesehen, dass ich... Wow. Der hat echt mein Viech getötet. Krass. Ihr habt beim letzten Mal auch gesehen, dass ich mein Team ein wenig verändert habe. Ich habe jetzt Phoenix drinne. Und zwar deswegen, weil der nämlich zum einen wiederbeleben kann. Und zum anderen kann er auch casten. Und deswegen... Oder? Kann er irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Er ist eigentlich nur ein Resist-Monster. Also... Daran merkt man schon, dass ich ihn nicht in das Late-Game-Team mit reinnehme. Hoppala. Deswegen wundert euch nicht. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz... Ah, ich habe nicht mehr so viel davon. Na, das wird alles nicht reichen. Es ist alles... Naja, das ist ziemlich wenig. Haben wir noch irgendwas? Nee. Hier, die Dinger hier werde ich ziemlich spät erst benutzen. Also wirklich im Late Game werde ich die Dinger benutzen. So. Jetzt sind wir da. Und greif ihn natürlich an. Greif ihn an, sag ich. Ja, hier bin ich schon wieder. Ja. Ach so. Das hat mir aber wieder reingedrückt. Ich erhöhe mal die Verteidigung. Weil die ist ja schon ein bisschen low gemacht worden. Aber es ist praktisch, dass er wirklich Ach, schade. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass er dagegen schwach ist. Dass er kein... Na, sagt schon. Ah, dass er keine Lekunda benutzt. Irgendwie ein bisschen lame. Das hat mir jetzt so viel gedrückt, dass ich Angst habe vor ihm. Ah, Mist, ich habe keinen. Ich mach mal Spirit Vein. Damit er ein bisschen Mana wieder hat. Na, nicht schlecht. Du heilst wieder ein bisschen. So. Und du machst weiterhin Attacken. Nice. Wir hätten auch letztes Mal... Knapp. Hätten wir auch eine kleine Fusion machen können. Mal wieder eine Battle-Fusion. Aber naja. Wir kriegen es eigentlich auch so hin, weil, guck mal, der ist Level 20. Der ist zwar ziemlich stark, weil wir ihn nur angreifen können mit Magieattacken. Aber ansonsten geht er eigentlich. Er hat zwar seine komischen Phasen hier, wo er ziemlich reindonnert. Aber ansonsten hat er eigentlich nichts Besonderes. Also kein besonderes Movement. Ach, jetzt muss ich noch... Okay. War es letztes Mal auch so, dass ich den Lot dann noch rufen musste? Ja, wir können ja mal eine kleine Fusion starten hier. Du mit dir. Und es wird er. Nein. Mit dir. Nein. Dich kann ich wahrscheinlich nicht benutzen. Kann ich dich... Darf ich dich benutzen? Shit. Ah, du hast... Ich brauch was mit Magie.
Komm, Wendigo. Dämonenfusion. Und wir haben einen Wendigo. Und da ist er. Hallo. Ach nee, komm on, jetzt haut er wieder ab. Ach. Aber ihr seid wieder jetzt normal, ne? Let me explain. Ja, diesmal werden wir ihn wahrscheinlich besiegen. Oh, scheiße. Diese Fusion war endgültig. Scheiße. Warum kannst du sowas? Scheiße. Nee, das wird nicht so geil gewesen sein, denn ich habe nämlich David fusioniert. Das war jetzt nicht so clever. Da bin ich ja schon... Nee. Nee, wir müssen mit dem Fehler nehmen. So. Wartet, wir müssen erst gucken, wo er ist. Na, weiter oben scheint er nicht zu sein. Ach, ganz unten ist er jetzt. Okay. Okay, er ist ganz unten. Du Sau, wegen dir ist David weg. David und noch irgendwer. Für eine fucking 25er Beschwörung. Oh Mann, ey. Da muss ich echt nach dem Part gucken, wen ich jetzt aus Versehen fusioniert habe mit David. Und die dann wiederholen. Ah, das wird auch so ziemlich teuer. Ah, das wird ziemlich nervig. Ich nehme die Abkürzung. Ah, nee, ich muss ja hier lang. Oh, es ist nervig. Oh, lass mich doch durch. Ey, gib mir nicht auf den Sack. Ah, shit, ey. Okay, ich habe jemanden fusioniert, der das Poison wegmachen hatte. Scheiße. Dann müssen wir auf die altbewährte Methode hoffen. Und du wieder. Na, es kostet übelst viel Mana, aber es muss sein. So. Müssen wir ganz runter. Oh. Ja. Wow. Geiler Damage. Ach, die hätte ich auch auslutschen können. Da hätte ich Spirit Drain machen können. Na, ah, naja. Aber das ist halt jetzt doof, weil... Also, dass wir halt jetzt David verballert haben. Weil... Scheiße, wie kommen wir denn hier eigentlich runter? Bin jetzt, glaube ich, komplett falsch gelaufen, ne? Ah, shit. Wie bin ich denn da hingekommen? Oder komme ich da rüber? Ah, doch, ich komme rüber, okay. Never mind. So, da bist du ja. Die entscheidende Schlacht. Zwischen dir und mir. Er macht wahrscheinlich wieder am Anfang sein blödes Taunt. Scheiße. Halt, auslutschen. Mist, er hat schon angegriffen.
Ah, du kannst noch auslutschen. Ja. Ja, ist echt nervig. Oh, Spirit Vein. Wow. Der hat ja anscheinend extrem viel Mana gehabt. Zumindest hat der andere das ausgesorgt. Was natürlich jetzt nicht so geil ist. Ah, dass diese Fusion endlos ist. Ja, ja. Du hättest mich so oder so gekillt, die Nase. So. Aber ich... ich mach's Spirit Drain. Kostet mich zwar etwas, aber... Ich muss Agilo machen. Und hier natürlich weiterhin casten. Na, gegen Wind ist er ein bisschen allergisch anscheinend. Gegen Eis ist er schwach. Nice. Gegen Eis, okay. Dann haben wir ja den richtigen Zauber endlich gefunden. Dann hat es ja doch was Gutes, dass wir das so gemacht haben. So. Hat es doch was Gutes, dass wir den fusioniert haben, aber es bringt halt. Das ist halt das große Problem, weil wir. Ach. Ja, genau. Boah, das drückt so übelst, ne? Kann nicht. Er muss Mana klauen. Das war gut. Na, er macht das. Na? Ach, Mist, er ist immer noch ziemlich angepisst anscheinend. Oh, jetzt ist er richtig angepisst. Ah, shit. Oh, hat es nichts gebracht. Oh. Armes Tuk-Tuk. So, ich nehme jetzt nochmal einen Sammelstein, auch wenn ich das wirklich ein bisschen verschwendere, weil das sind wirklich die, ich glaube, die stärksten Steine, vermute ich mal. Oder die besten Items, die ich halt hier benutzen kann in so einem Fight. Und ich verballere die einfach für so einen No-Name-Gegner. Das funktioniert nicht, weil ich ein Leben habe, du Nase. Hast du das nicht kapiert? Naja, egal. Er hat langsam kein Mana mehr. Anscheinend. Aber dann... Ah nee, das... Ich weiß gar nicht. Gibt es... Habe ich schon so eine Fähigkeit gehabt, die sozusagen anstatt meines Manas Leben benutzt? Habe ich schon eine gefunden gehabt? Ich glaube nicht, oder? Ja, den kannst du auslutschen. Das ist mir Peng. So, hier kriegst du das nochmal ab. Der kann nichts machen. Wendigo kann auch langsam nichts mehr machen. Seine letzte Attacke. Und das war's. Okay. Son of Bitch. Ja, du gibst auf und dann... Wow, 19 EP. Und jetzt? Ja, hau ab. Aha. Aha. Ja, ja, nicht mal Buddha wusste das. Aha. Okay, eine majestätische Stimme spricht zu mir. Ja, hab ich. Ich hab ihn gefangen. Not only is the Yadi Empire Flash, but was.
for me to go back. After all, I am famous Wukong. Aber ich kann ihn jetzt sozusagen, glaube ich, fusionieren. Ja. Dadurch, das ist halt so wie bei David, dass ich dann halt jetzt fusionieren kann. Ich weiß zwar nicht, wie ich den fusionieren kann, aber es wird wahrscheinlich irgendwann mal ihn fusioniert. Jetzt bin ich aber echt... Ich finde es scheiße, dass ich wirklich David aufgegeben habe für so einen komischen Wendigo. Und mein Anti-Poison ist auch weg. Ich will nur mal ganz kurz hier gucken, hier rechts. Achso, das war einfach bloß so ein Bogen. Okay. Was ist denn das für Viecher? Habe ich die auch schon in meinem Team? Einfach mal anquasseln. Nee. Mach. Super Mini Move. Wow. Ein Lifestone kannst du haben. Habe ich genug? Ah, cool. Easy. Haben wir noch ein Low Monster abgegriffen, was wir später nicht mehr fusionieren brauchen. Also von daher. Was war denn eigentlich hier in dieser Halle des Minotaurus noch so besonders? Ach stimmt, wir waren ja hier komplett. Ach stimmt, und ja, genau. Und dann ging es hier. Ja, genau. Dann könnten wir hier weitergehen. Und dann würden wir theoretisch zu dem Terminal kommen. Was, glaube ich, ein bisschen schneller wäre, als wenn wir jetzt hier wieder hochgehen. Oder? Ich glaube, ja. Wobei ich mir aber auch nicht sicher bin gerade. Ach doch, da steht ja. Steht der Terminal. Ja, ja, Idiot, bla bla. Hier kriegst du einen Schuss ab. Schuss. Oh Gott, war das wenig Schaden. Egal. Die kann ich gut gebrauchen. Kommt hier nochmal eine Horde? Wartet mal. Mhm. Ich hätte gern nochmal eine Horde. Ah, ne, hier sind bloß diese komischen. Stimmt, diese Fledermäuse. Aber da haben wir schon einen. Aber ich weiß nicht, ob wir von diesen komischen Rindern da eins haben. Haben wir davon auch eins? Ich glaube ja. So, Terminal. Genau, das Sky Terminal. Wir haben jetzt vier Terminals, ne? Das ist. Ich bin echt gespannt, was ihr. Also, ich nehme ja ein bisschen was vorab auf. Deswegen kann ich noch nicht auf die Kommentare reagieren. Weil ihr habt ja natürlich. Sozusagen. Die Videos noch nicht gesehen, die ich schon gemacht habe. Und deswegen. Habe ich jetzt eigentlich das Schwert bekommen? Ich gehe nochmal dahin. Oh, willkommen, Prentice. Ich habe ihn ja jetzt besiegt. Also kriege ich jetzt mein Schwert? Nö, wa? Kriege ich nicht. Is there anything else? Bin ich zu doof dafür? Is there anything else? Oh, Fusionsmonster. Ich? Bin Platz 1. Was? Wie geht das denn? Warum bin ich Erster? Ich bin Erster bei den Fusionsdingern. Aber was bringt mir das? Was bringt mir das?
Habe ich jetzt... dann. Also müsste ich das Tokosho in meiner Tasche schon haben. Okay. Is there anything else? Naja. Come again. Come again. So, mal ganz kurz schauen. Haben wir... haben wir, ja. Das Tokosho. Was haben wir? Das uns übelst pusht sogar. Wir haben das. Hit einmal, kein Effekt. Typ Blind. Okay, wir nehmen das. Mal schauen, wie wir dann jetzt reinhauen. Ah, stimmt, es gab ja noch verschiedene Bullet-Dinger. Eigentlich müssten wir ja so ein kleiner Revolver-Held werden, ne? Aber naja, gut. Das ist leider schon zu spät. Jetzt haben wir uns auf Stärke konzentriert. Aber vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, gute... Probieren wir das einfach mal. Ja. Ja. Oh, das ist nicht schlecht, die Musik. Ich muss ihn in 5 Runden besiegen. Ach, mit meinem... Ah, ich habe andere Monster. Ah, das ist ja cool. Und andere Fähigkeiten. Oh, die Musik. Die ist cool. Muss ihn... Ah, okay, Feuer blockt er. That was too bad. Let's give it another try sometime. Das ist nicht schlecht gewesen. Mal. Yes. Das war nicht schlecht. Okay. Okay, es ist dasselbe Monster. Okay. Als allererstes machen wir das. Wir machen erstmal einen Schutz. So, Feuer hat nicht funktioniert. Das bedeutet, wir gehen auf Next. Okay. Er muss sich selber wahrscheinlich besiegen. Weil das Schießen funktioniert, hat ja auch nicht funktioniert. Ja, ja. Genau. Ich muss einfach nur... Ja, ich habe deine Attacken reflektiert. Ah, okay. Du willst jetzt härter zugreifen? Okay. Na, mal gucken. Ah, Aguilao, das funktioniert alles nicht. Das ist fies. Aber es ist auch sozusagen das erste Level. Ach so. Jetzt probieren wir es mit Feuer. Stop reflecting. You are not gonna beat me. Ne, wir werden niemals aufhören, mein Freund. Wir haben keine Items. Schade, dürfen wir nicht benutzen. Das letzte Mal reflektieren. Gutes Schießen funktioniert nicht. Okay. Also der Kampf geht nur übers Reflektieren. You must be some kind of Reflection Master. Okay. Aber jetzt habe ich ein Problem. Ah, ich weiß, was ich hätte machen sollen. Alles klar. Wisst ihr, was ich hätte machen sollen? Ich hätte das Feuer
Hätte ich nicht abwehren müssen. Ach so, hätte ich gar nicht machen brauchen. Ach so, okay. Habe ich jetzt gewonnen? Perfekt. Weil ich war nämlich immun gegen Feuer mit den beiden Monstern. Also auf jeden Fall mit den beiden Monstern. Und deswegen war das total dumm, dass ich das auch reflektieren wollte. So, jetzt nochmal die andere Challenge. Gucken wir es nur mal kurz an. Ich muss alle in einem Single-Turn besiegen, okay. Okay. Wie sind die Jack war was? Ah, okay, Jack Move hat euch. Ah, okay. Ich meine. So, der ist weg. Next. Er nimmt nur eins, das ist gut. Das heißt, er hat einen Weak-Dingsbums. Okay, das war easy. Und tschüss. Ich habe in einem Zug gewonnen. Hab ein bisschen EP bekommen. Und ein Level 7 Monster. Achso, ja doch. Stimmt, ich habe ja ihn geholt. Wow. Okay, was gaben eigentlich die Quests? Ich habe gar nicht so richtig darauf geachtet. Ach, Marker. Okay, ich habe jetzt die beiden Trainingsmissionen fertig. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es heißt, wir gehen weiter. Und hoffentlich ist dann mein David wieder da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.